Er ist ein unermüdlicher Streiter für mehr soziale Gerechtigkeit in dieser Stadt. Und seit über 15 Jahren gilt sein besonderes Engagement Hamburgs nicaraguanischer Partnerstadt León. Die reichen Städte sollten nicht vergessen, dass sie reich sind und auf wessen Kosten sie reich sind. Ohne die Ausplünderung der Dritten Welt würden wir vieles von dem nicht haben, was wir heute genießen. Man sollte dabei nicht vergessen, dass man nicht nur gibt, sondern dass man ungeheuer viel empfängt. Die Musik, die reiche Kultur des Landes, die andersartigen Lebensbedingungen und die wunderbaren Kontakte zu den Menschen. Auf Reisen in das postrevolutionäre Nicaragua in den 80er Jahren entstanden erste Freundschaften zwischen Hamburgerinnen und Menschen aus León. 1989 unterzeichneten die Bürgermeister Henning Foscherau und Dr. Luis Felipe Pérez in Hamburg die offizielle Städtepartnerschaftsurkunde. In den vergangenen 30 Jahren wurden ungezählte Projekte und Aktivitäten in den Bereichen Kinderarmut, Jugendaustausch, Schulpartnerschaften, Sanierung öffentlicher Gebäude und der Aufbau eines Abwassernetzes in León durch Spenden und öffentliche Gelder aus Hamburg ermöglicht. Durch die blutige Niederschlagung der Bürgerproteste in Nicaragua im Frühjahr und Sommer 2018 haben auch die Beziehungen zwischen Hamburg und León großen Schaden genommen. Dr. Rigoberto Samson war Bürgermeister und Universitätsdekan in León. Für viele wird er als unermüdlicher Förderer der Partnerschaft zwischen Hamburg und León in Erinnerung bleiben. Del intercambio que se produce entre jóvenes, entre técnicos, entre autoridades de ambas ciudades que lógicamente enriquecen la experiencia, enriquecen el acervo pues, de las personas que intercambian. Im Sommer 2004 fand in León ein großes Jugendfeuerwehrtreffen mit Teilnehmerinnen aus Honduras, Nicaragua, Salzburg und Hamburg statt. Es ging darum, sich kennenzulernen, Verständnis für die Kultur der anderen Länder zu entwickeln und natürlich um das Erlernen von moderner Feuerwehrarbeit. Bei einer großen Feuerwehrübung auf dem Platz vor der Leoner Kathedrale wurden Brandbekämpfungstechniken und die Rettung von Verletzten unter realitätsnahen Bedingungen geübt. Die Leoner Bevölkerung nahm das bunte Treiben mit großem Interesse zur Kenntnis. Die während der Übung eingesetzten Fahrzeuge stammten allesamt aus Deutschland. Ebenso ein Großteil der verwendeten Wasserschläuche, Atemschutzgeräte und die Schutzkleidung der beteiligten Jugendlichen. Ich bedanke mich bei Reinhard Paulsen für die Organisation und dass er den Motor für dieses Treffen gespielt hat. Mit einer Viertelmillion Dollar hat die Stadt Hamburg den Wiederaufbau der Markthalle mitfinanziert. Mehr als 100 Frauen werden hier ab Januar ihre Stände haben. Peter Borstelmann von der Hamburger Umweltbehörde ist für dieses Projekt zuständig. Diese Marktfrau sagt, sie sei froh, jetzt endlich ein richtiges Dach über ihrem Stand zu haben. Die Ziele sind dabei, Abwasser vernünftig abzuleiten, die Hitze fernzuhalten von den Produkten und den Marktfrauen. Und insgesamt hygienischere Verhältnisse zu schaffen. Die Hamburgerin Maria Otte ist seit 4 Monaten in León. Sie möchte hier etwas für die Menschen tun, und zwar für die Straßenkinder. Beim Weihnachtssternebasteln gelingt es Maria spielend, die Begeisterung der Kinder zu wecken. Deren Zuneigung ist ihr sicher, denn für die allermeisten war das bisherige Leben von Gewalt und Drogen geprägt. Hier im Hort können sie toben, lernen und sie bekommen etwas zu essen. Und insgesamt sind sie eigentlich alle toll, aber zusammen ist es manchmal sehr anstrengend, weil sie halt ein schwieriges Sozialverhalten haben. Ständig prügeln sie sich, die Sachen, die man macht, werden wieder kaputt gemacht. Aber es kann auch sein, dass es in einem Kindergarten in Deutschland gar nicht so anders aussieht.
Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich gemocht werde. Ich mag sie und wir arbeiten hier gut zusammen. El Rubio, den Blonden, nennt man den Hamburger Christoph Höltgen hier. Er hat sich mit Leon einen außergewöhnlichen Ort für seinen Zivildienst ausgesucht. Auch er arbeitet mit Kindern. Jetzt ist gerade Mittagszeit, das heißt, die Kinder kriegen Mittagessen. Jetzt ist auch die Höchstzeit, es sind alle 150 Kinder des Projektes hier, kriegen dort ihr Mittagessen, ihren Fresco, also ihr Getränk. Danach essen die Kleinen dort, die Großen sind woanders in einem anderen Raum. Und danach werden die Zähne geputzt. Los Niños del Fortín heißt dieses Projekt des Hamburger Vereins Helft Nicaraguas Kindern. Im vergangenen Sommer büffelten sie noch für das Abi an der Wichernschule in Hamburg-Horn. Cressen Much und Ghazal Arabi geben hier Englischunterricht. Keine ganz einfache Aufgabe für die beiden 18- und 19-jährigen Frauen. Denn natürlich müssen die Schüler in Spanisch unterrichtet werden. Gerade die korrekte Aussprache bereitet einige Schwierigkeiten. Aber die Berufsschüler sind konzentriert bei der Sache. Und für ihre junge Lehrerin ist dies eine ganz neue, wertvolle Erfahrung. Ich habe gesehen, wie Kinder in Armut leben und in schlechten Familienverhältnissen leben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich bin eigentlich sehr dankbar jetzt, dass ich in so einem guten Familienverhältnissen aufgewachsen bin und dass ich es besser hatte als die Kinder hier. Aber ich bin auch sicher, dass die Kinder es hier durch die Projekte sehr viel besser haben werden. Der Kinderarzt Dr. Jürgen Steidinger aus Hamburg sorgt für die Finanzierung der Berufsschule mit Spenden aus Deutschland. Es werden hier ausgebildet Maurer. Es werden Klempner ausgebildet, Hauselektriker, also für Hausinstallationen, und Elektriker zum Reparieren von Haushaltsgeräten. Diese Jugendlichen schließen nach 15 Monaten Ausbildung mit einem Gesellenbrief ab, um der dann überall im ganzen Land anerkannt ist. Nach dem Unterricht fahren die beiden jungen Frauen in ein anderes, ebenfalls mit Spenden aus Hamburg finanziertes Projekt. In den Kindergarten für die Kinder vom Mühlberg. Hier können einige der Kleinen ihrem harten Alltag für ein paar Stunden entfliehen und spielen und malen so viel sie mögen. Und das Wichtigste für die hungrigen Kindermägen, hier gibt es dreimal am Tag etwas Warmes zu essen. Für die Kinder vom Mühlberg sind die jungen Hamburger von der Wichernschule einfach unentbehrlich geworden. Im Jahre 1747 wurde mit dem Bau der Kathedrale begonnen. 1860 wurde das Bauwerk vollendet. Besucher Leons sind immer wieder fasziniert von der schieren Größe der Kathedrale und fragen, wie eine heute so relativ unbedeutende Stadt zu einem so imposanten Kirchenbau kam. Die Antwort ist der immer wiederholte Hinweis auf die Bedeutung Leons als eine der größten Diözesen des spanischen Kolonialreiches en tierra firme, auf dem amerikanischen Festland. Heute ist die Kathedrale das Herzstück der Hamburger Partnerstadt und für die Menschen ein Symbol und Wahrzeichen ihrer Geschichte und Identität.